Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Schlachtmittel Erde 2, The Age of the Ring Mod. Ja, wir spielen gerade als Isengard gegen die Orks und Mordor in einem PvP oder P versus E und wir versuchen uns gerade eine gute Defensivposition gegen den Troll oder gegen die Orks zu erschaffen. Ich frage mich gerade, wo der Troll ist. Also. Und dafür versuchen wir gerade den Troll auszuschalten, dass wir hier noch Türme aufstellen können, dass die nicht so einfach rüberkommen, ohne bemerkt zu werden. Das uns jetzt aber auch irgendwie gleich mal gelungen ist. Wir haben den Feind gefunden. Die dürften jetzt hier nicht mehr andersweise durchkommen. Nee. Dafür sind wir jetzt zu stabil. Deswegen habe ich jetzt weiter mal ein Auge auf die, was die so vorhaben. Vorteil ist, wir können sie von dieser Seite einfach angreifen und immer ein bisschen abschwächen. Je nachdem, wie wir das machen wollen. Aber als erstes würde ich sagen, versuchen wir mal uns so gut wie möglich zu stärken. In diesem Fall greifen wir mal die Haradrim an. Oh. Wir bereiten uns mal hier trotzdem auf den Angriff vor. Auch wenn die Haradrim jetzt nicht auf uns abgesehen haben, aber man kann ja nie wissen, wann der Feind mal auf uns losgeht. Und da sollten wir vorbereitet sein. Das Gebäude ist fertig. Hier gibt es immer Arbeit. Deswegen kommen jetzt hier überall Türme hin, vor allem auf diesem bisschen breiteren Pfad, damit sie, wenn sie versuchen durchzulaufen, weil die Orks haben meistens jetzt im Sinn, den Leuchtturm wieder einzunehmen. Das ist für die wie so ein Trigger. Und solange wir die davon abhalten können, werden sie gleich nicht größer angreifen. Na, entweder sie kämpfen gerade da oder irgendwas anderes ist. Aber irgendwas ist. Sie kämpfen, glaube ich. Das nächste Gebäude ist fertig. So. Hier gibt es immer Arbeit. Das ist gleich da hinten, da gibt wenig Sinn, aber scheiß drauf. Die Möglichkeit haben wir, also warum nicht? Da ist der Gollum! Er entkommt! Ich krieg langsam Hunger! Wir sind fertig! Ich hab mich gleich schon wieder verpasst. Da sind sie! Schneller! Hier hinten war angeblich irgendwo Gollum. Nicht zurückfallen! Schneller! Bewegung! Ich hab ihn gesehen! Gollum! Wo denn? Kämpfen wir! Ein Leuchtfeuer! Das könnte nützlich sein! Wir sind hier fertig, Gebieter! Wie verschwindet der so schnell? Bewegung! Wir lassen die mal jetzt da hier... Da ist der Gollum! Er entkommt! Alter, ja! Somit sind wir jetzt wahrscheinlich Ziel Nummer 1. Aber ist ja auch scheißegal. Arbeitet an eurer Einstellung! Wir stehen stabil. Oder auch nicht, da ist ein Troll! Aufwachen! Macht eure Waffen bereit! Wir haben ihn! Wir haben den Ring! Das Lager wird angegriffen! Jetzt kriegt er erstmal richtig Damage. Ist jetzt problematisch, weil jetzt können sie mit allem reinrennen. Das meine ich mit, sobald eine Locke ist, kommen sie zu uns rein. Ab dem Zeitpunkt haben wir ein Problem. Jetzt können wir uns nicht Sauron leisten in dem Fall. Wir müssen jetzt halt die dementsprechenden Punkte vernichten. Ich glaube, ich rieche den Feind. Sorgt dafür, dass die neuen Uruks ihre Speere kriegen.
Die schaffen es eh nicht die durch. Greifen uns an! Wir plündern unser Lager! Unsere Türme sind da eh da, also von daher. Und jetzt bilden wir eh Truppen aus. Speerträger sind in Gruben entstiegen. Und jetzt ist vorbei. Aber wie gesagt, jetzt haben sie es auf uns abgesehen. Weil wir halt den Ring haben. Und das ist für die auch wieder der Trigger. Arbeiter! Sorgt dafür, dass die neuen Urungsmacht ist nützlich! Lass mich doch einfach mal bauen. Dankeschön. Deswegen habe ich auch jetzt die noch nicht hier wegbewegt. Weil wir einfach die Division brauchen. Die anderen gehen dann in die Gegenrichtung. Und ich glaube, ich bin dafür, dass wir erst die... Hey, sind die Armbrüste für die neuen Uruks fertig? Die Orks auslöschen. Die machen mir am meisten Sorgen. Was sollen wir tun? Weil die kommen dann mit diesen ekligen Trollen. Und ich mag diese Etriolle überhaupt nicht. Ah, sie haben immer noch gleich den anderen als Ziel. Was sehr interessant ist. Oder? Oder haben sie bloß den Trigger? Die Uruks und ihre Armbrüste sind bereit. Das interessiert mich jetzt. Laufen die hier oben das lang? Das nächste Gebäude ist fertig. Nee. Gut. Huh. Ich hab schon gedacht, die haben jetzt einen neuen Trigger gefunden. Ich rieche Menschen da Ruhe! Wir haben viel zu tun. Ihr wisst, was zu tun ist. Die Armbrüste für die neuen Uruks. Ihr kommt hier nicht durch. Befreit gleich uns an. Tschüss. Also wie gesagt, die Punkte hier oben zu halten, ist für uns essentiell jetzt erstmal. Wir können die Suppe aufrüsten und dann einen harten Schlag vornehmen. Weil jetzt stehen wir auch super da. Armbrüste! Und das ist ja schon mal vorteilhaft. Habe ich noch einen Armbrustturm? Nee, habe ich noch nicht. Jetzt haben wir 10.000 und es ist Zeit für Sauron. Jawohl. Ja. Schnell, wir gehen, glaube ich, auch schon ein paar Ballisten. Um das vorbereiten zu können. Wie schaut es bei denen aus? Weil das sind ja aktuell wirklich die heftigen. Nicht so schlimm wie erwartet. Die Uruk, ihr habt nicht gefaulet! So. Das finde ich dann schon mal gut. Wir haben hier 6 Türme stehen. Die schaffen auf jeden Fall einen Trolltrupp. Und so ein Trolltrupp ist so was das Standardmäßige, was ich jetzt erwarten würde aktuell. Schafft die neue Balliste nach hinten! Perfekt, die Ballisten sind da. Schluss mit dem Gequatsche! Biba Ballista! Komm schon, upgraden. Ich will den Rest auch haben. Wir greifen an. Bye. Ich finde super. Ich habe irgendwie Gollum direkt am Anfang bei mir einfach getrappt. Die kamen doch nicht raus. So. Hm, was? Den Kollegen hier, den kann ich. Erwacht die neue Balliste. Wir werden. Hört sich bescheuert an, aber ich brauche hier mal was hin. Haltet euer Werkzeug bereit! Macht dich nützlich! Hier kommt auch nochmal ein Turm hin. Einfach, weißt schon, je mehr Türme sind, desto länger kann ich sie ausbremsen. Wir haben die Rüstkammer erweitert! Jawohl, Rüstkammer upgraded. Auf das warte ich die ganze Zeit noch. Feuerpfeile. Und stärkere Waffen. Feuerpfeile direkt bei den Dingern drauf, dann sind die Trolle sowas von weg. Schafft die Balliste hier weg. Wir brauchen Platz. Und die Balliste sind dann gleich für die Angriffe hinterher. Die bereiten wir dann erstmal für den Angriff auf die Orks vor. Oder erst auf die... Das Gebäude ist fertig. Wenn die jetzt Mumakills haben, müssen wir umbringen. Nee. Die sind immer noch unterentwickelte Arschlöcher. Taugt mal, taugt mal. So, jetzt kriegt er auch gleich die Rüstung. Am liebsten gleich alles upgraden, ne? Wir machen erstmal den neuen Hauptzug hier fertig.
Menschenfleisch. Das nächste Gebäude. Das sind die vier Divisionen. Wir haben die Rüstkammer erweitert. Die neuen Klingen sind fertig. Die nächsten vier Divisionen. Die neue Balliste nach hinten. Hey, umheben ich die Orks schon eingenommen? Ich habe gerade das fliegen können. Oh! Glaubt irgendwie. Die haben aktuell eh schon Probleme. Zuhören. Bewegung, Luft. Planänderung, Rüstung drauf und ab geht's. Wir könnten gerade. Es ist soweit, Leute. Ihr werdet nicht gefaulet. Wir setzen hier mal einen Defensive-Turm hin einfach. Aber die Orks sind jetzt so stark geworden. Sie haben es irgendwie verteidigt. Aber sie sind immer noch einfach low. Und wenn wir jetzt einen Angriff durchziehen, dann sind wir durch. Sind Sie das? Ist das der Feind? Jetzt schauen wir mal, wie gut unsere Verteidigung ist. Dahinter steht sowieso direkt ein Heer. So, einfach mal über noch einen Feuerpfeiler, soweit auch drauf, wie es geht. Nicht trödeln! Weiter! Weiter! Bereit machen! Ich mich Seilspannen! Wäre hierher! Bam, 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 bam. Summon the real 4 ring walls. Oh. Okay. Wir machen euch mal STRG 1. Zielen. Euch STRG 2, dich STRG 3. Also 1 marschiert nach da, 2 marschiert nach da, 3 nach da. Wir haben den Feind gefunden. Da sind noch Heere. Wir werden das schwarze Menschenfleisch. Ja, wir lassen euch mal hier auf weiter, Defense. Weiter. Das Auge beobachtet uns. Auf Defensors. Mach dich nützlich. So, 1 hier runter. 2 hier hin. 3 hier hin. Da ist ihr Lager. Hört mal. Hört mal, wer da hämmert! Sie greifen uns an! Der Menschenstein das Seil! Nehmt eure Waffen! Direktes Ausschalten! Noch ein Gebäude fertig gestellt! Und zugleich! Ihr geht einfach mal direkt aufs Hauptgebäude. Die Festung hält eh nichts aus. Bolzen einlegen. Aufpassen. Okay. Angriffe. So, zack. Wäre. Das war's. Die erste Armee eigentlich schon. Das war sie eh schon eigentlich für die. Das war over. Ihr wimmelt es von Feinden. Das sind ja eh nur noch Reste. Schluss mit dem Gekratze! Einer unserer Feinde ist erledigt! So, das war jetzt der erste. Zielen! Und der zweite kommt sogleich, würde ich mal sagen, ne? Du musst nur den perfekten Zeitpunkt anfangen.
bei zwei Gegnern, weil die sich immer bekämpfen. Oder meistens halt. Du kannst auch Pech haben und dann gehen beide auf dich. Und dann ist sowieso meistens Game Over. So. Aber das reicht jetzt auch vollkommen, um jeden Feind auszuschalten. So, jetzt schicken wir gleich mal. Einfach los. Troll ausschalten. Ihr sollt gleich mal das Ziel haben. Du hast das Ziel hier drüben. So. Durchbohren. Kaputt machen. Eben den Trollhort rausschalten. Und das war's. Ruf mal die Ringgeister, damit du irgendwas machst. So schnell geht das. Ach, guck mal, das ist ein Kampftroll. Der stirbt aber in Sekunden. Und gute Nacht. Ratz! Gewonnen! Easy. Waren ja auch easy Gegner. Ich weiß nicht, ich kann es echt immer noch nicht verstehen, warum der Medium mich so fertig gemacht hat. Aber von den Structures, wir haben uns halt super kalten immer, ne? Ressourcen, ja, da habe ich gleich wieder geshoppt ohne Ende. Und da. Ach, das war Final Score. Units, aber hier da am Anfang, die können halt extrem schnell spawnen. Die Orks, die können spawnen ohne Ende. Aber dann konstant geblieben, zack. Und dadurch, dass ich immer Ruhe hatte, konnte ich natürlich weiterarbeiten, ne? Easy. Lasst erstmal die Feinde eure Sachen machen und dann greift ihr ein, sobald es passend genug für euch ist, sozusagen. Aber damit würde ich sagen, ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ihr da lasst, unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.